Ja, hallo Leute, wir sind's wieder, der Tobi und der Torben. Hallo. Ja, wir haben jetzt alle Planeten, also mit den Bugs durch, die wir kennen. Wir haben auch keine Rückmeldungen dazu bekommen, dass wir irgendwo einen vergessen haben. Oder dass ihr welche nicht verstanden habt? Genau, und deswegen haben wir uns jetzt gedacht, machen wir das angekündigte Special zu den nützlichen und zu den unnützen Bugs. So, wir gestalten das jetzt so, dass wir mit den nützlichen Bugs anfangen. Dabei erklären wir euch die nicht mehr, sondern zeigen einfach nur die Bugs, was daran nützlich ist und sowas. Und wir starten auch jedes Mal im Bug. So, Tom, mach mal die Minimap an. Also, wir sind auf Geonosis und wir befinden uns hier an Kommandoposten 5. Wenn ihr genau wissen wollt, wie der Bug geht, Kommt guckt in paar. 14 nach. Genau. Also, das Nützliche an dem Bug ist, ihr könnt hier Kommandoposten einnehmen, wie ihr seht. Und ihr könnt auch hier die Truppe wechseln, wie man Genau. jetzt bei mir sieht. Genau wie auf der Tentive. Sorry. Ja, und falls ihr nachgucken wollt, denkt dran, Part 14 schauen. Ja, Die anderen sind auch sehr dann nützlich. sagen wir bis zu dem nächsten Planet. Also wir machen das von den schlechtesten an. Also von dem schlechtesten von den 4 war nützlichsten. unser Platz 4.4. Und wir sehen uns dann auf dem nächsten Planeten wieder. Bis gleich dann. Ja. Hier sind wir wieder, diesmal auf Camino. Und diesen Bug findet ihr ausführlich erklärt in Part 11. Ja, den Bug haben wir als nützlich gewählt, weil ihr könnt über die Map und unter die Map von beiden Positionen abschießen. Hier könnt ihr einmal den Kommandoposten, aber nur von unter der Map aus einnehmen. Ich weiß gar nicht, ob man dann danach auch die Ich Waffenklasse. nicht. Ja, man Warte. kann Waffenklassen ändern. Ja, ich glaube auch immer, wenn man den einnehmen kann, kann man auch die Waffenklasse ändern. Ja. Ja, kann man. Also ihr könnt hier wunderbar die Waffenklasse ändern und dann zum Beispiel als Scharfschütze hier unten snipen. In dem Bug könnt ihr nur mit Jet Troop, das ist etwas schade. Wenn ihr neue Munition braucht, nehmt ihr einfach wieder Jet Troop und fliegt zu Geht diesem. hier lang, Nein, Tobi. hier. Zu diesem Muni-Druiden. Lasst euch hier heilen bzw. aufladen. Dann könnt ihr wieder runter und wieder schön schießen. So, ja, wie schon gesagt, den Bug gibt es nochmal ausführlich erklärt, wie ihr da reinkommt, was auch immer. In Part 11. Und hier gibt es auch noch die Variante, nach oben zu gehen. Das ist auch sehr nützlich, dann ist man über der Map, aber unten ist eigentlich nützlicher. Ja, naja, wir sehen uns dann im nächsten, auf dem nächsten Planeten. Und bis Und bis dahin, dahin. ciao, ciao. Ciao. Das wollte ich doch. Ja, hallo Leute, da sind wir wieder. Bei unserem Platz 2. Dieser Bug gewinnt Silber. Mit einem anderen noch hier auf dem Planeten. Ja, diesen Bug und den anderen gibt es in Part 1 und 2 nachzuschauen. Na ja, in Part 1 und Doch, 2. Ja, 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 ja. Part 2 gibt es in Part 1 und den ersten hier, wo wir jetzt hier drin sind, in Part 2. Also, So, dieser Bug ist sehr vorteilhaft, da man hier, wenn man jetzt lieb ist, hier kommt man nur rein, wenn man lieb ist, sonst nicht. Und, Und das ist der Vorteil, weil man dann sehr wahrscheinlich nicht gekillt werden kann, außer durch also Teamplay. ihr könnt hier nur mit Yoda rein, wie das geht, seht ihr im Part 2. Und, Und ihr könnt dann hier die Waffenklasse ändern, den Kommandoposten verteidigen und mit Chewbacca könnt ihr dann zum Beispiel Lenkraketen feuern. Meine kommt ihr zum. Und ihr könnt eben, wie schon gesagt, nicht gekillt werden. Und Kommandoposten verteidigen geht leider nicht, weil wir ja Aber im Angriff komm sind. schnell. Ja, Aber komm und schnell, dann sind wir jetzt gleich beim nächsten Bug. Der befindet sich ja auch auf dem Planeten, aber wir machen trotzdem einen kurzen Cut. bis gleich. Ja, wir sind wieder da. Wir sind wieder auf Mos Eisley. Wir haben Wieder. jetzt den Bug hier. Wir haben den Bug hier auch noch ausgewählt. Der gewinnt mit dem anderen Silber, da der wirklich, danke, sehr nützlich ist. Also wie genau der geht, seht ihr in Part 1, am Ende des Part 1. Und ja, der ist wirklich sehr nützlich, weil er gibt euch Muni, Leben und Leben, Stärke. bestimmte Sachen, zum Beispiel Schadenssteigerung, Genau. Schutzschild gegen Ja, ja, Fernernkämpfer. ja. Und immer mehr Sachen halt. Also unendlich. Der Tobi kann mich jetzt mal. Und dann seht ihr, ich habe direkt wieder volle Leben. Wenn man hier drin steht, verliert man übrigens. Naja. Also wir sehen uns dann gleich bei Part 1 auf einem anderen Planeten. Platz 1, nicht Part 1. Ich habe doch gesagt Platz 1. Nein, du hast Part Nein, 1 Platz gesagt. 1. Naja, wir sehen uns dann gleich bei Platz 1 auf Polismassa. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, da sind wir wieder bei unserem Platz 1. Herzlichen Glückwunsch, Polis Massa.
Diesen Bug könnt ihr in Part 6 nachgucken. Das ist der nützlichste Bug, wie wir finden. Es gibt natürlich auch hier Risiken, dass man sterben kann. Zum Beispiel entweder man geht hier unter der Map heraus in den Weltraum oder hier gibt es eine Lücke, wo man rausfliegen kann. Ja, aber wir finden den Bug am nützlichsten, weil ihr könnt mit dem Raumschiff rein und dann hier wunderbar alle killen. Das seht ihr dann auch nochmal in Part 6 alles, wie wir euch das zeigen und so ein Dreck und so. Ups, sorry. Da habt ihr gesehen, man kann den killen. Und ja. Ihr müsst nur aufpassen, wenn irgendwo am Boden Minen liegen und man dann da lang fährt, dann explodiert das Raumschiff. Man kann auch, Torben, zeig mal das mit diesen zwei Glasgängen, da kann man ja auch hin. Ja, ja. Aber das haben wir ja auch. Ja. Wir kommen da mal zu 3, da warte ich auf dich. Zu 3, ja, da bin ich. Hey! Dieter. Steig mal ganz kurz aus, ich möchte einmal was gucken. nein. Ich glaube, das lass jetzt die Aufnahme beenden, damit wir noch genug Zeit haben. Also, das war's von den nützlichen Bugs. Wir zeigen euch jetzt gleich, machen wir auch noch ein Video über die unnützen Bugs. Bis dahin, hoffentlich sehen wir uns im nächsten Part. Bye bye, bis zum nächsten Mal.